Silas steht vor einem Nationalelf-Debüt für die Demokratische Republik Kongo. Finden wir das gut oder nicht so gut? Immer super, wenn Spieler für ihr Land spielen dürfen. Und ich glaube, das hat ja damals der Sportminister von der Republik Kongo eingefädelt, als Silas da in seinem Büro saß mit dem flauschigen Teppich und seine Papiere abholen wollte. Er hat gesagt, Junge, kriegst du, aber dann musst du auch für den Kongo spielen. Und hat er gesagt, klar, mach ich. Und jetzt kommt es vielleicht früher als erwartet dazu. Es sollte sogar noch früher als erwartet stattfinden, denn der Fußballverband Kongo wollte Silas bereits für die Länderspiele gegen Bahrain für das Länderspiel gegen Bahrain am 1. Februar nominieren. Und Missentat musste dann den kongolesischen Verband davon überzeugen, dass es vielleicht besser sei, wenn Silas 14 Tage mal in Ruhe hier trainieren könnte. Denn zum einen hat er natürlich die Kreuzbandgeschichte gerade hinter sich gelassen, dann Corona, Angina hat er gehabt. Also der hat im Endeffekt alle Viren und Bakterien aufgeschnappt, die man aktuell sich noch einfangen kann. Und ja, klar, macht aus Sicht von Missentat wenig Sinn, diesen Spieler dann direkt abzugeben, wenn er halbwegs mal wieder auf dem Damm ist. Aber Missentat geht davon aus, dass der nächste Vorstoß für den 24. und 27. März ansteht. Denn da bestreitet die Demokratische Republik Kongo in der dritten Runde der WM-Qualifikation das Hin- und Rückspiel gegen Marokko. Und ja, Sven geht davon aus, dass Silas dann nominiert wird. Und vielleicht dann auch noch ein kurzes Update zu seinem aktuellen Aufenthaltsstatus. Da bringt Sven Missentat ganz gut auf den Punkt. Er sagt, er hat alles erledigt und ist, das ist das Allerwichtigste, von dem ganzen Scheiß befreit. Gut. Offen ist natürlich noch, inwieweit Silas für ja, das Vergehen, sage ich jetzt mal, bestraft wird. Also ob es da noch irgendwie eine Geldstrafe gibt oder dergleichen. Das müssen wir dann noch abwarten.